Wir fangen aber erstmal ganz gediegen mit einer Runde Memes an, zum Reinkommen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz gechillt mit Xuna an. Let's go, Xuna hat nämlich ein neues Video, das heißt Deutsche Memes für ein Schulprojekt. Let's go, das Schulprojekt muss ich mir natürlich angucken. Bitte ändere mal das Intro, Dicker, wirklich. Hallo, ich möchte auch ins Intro. Vielleicht schaffe ich ins Intro. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mal eure Ideen für ein neues Intro in die Kommentare. Deine Stimme ist mega entspannt. Voll viele schreiben mir, dass sie immer mit Handy im Bett manchmal zu meiner Stimme einpennen. Über den Augen schießen. Ich leg mich hin, erzähl einfach nicht. Ich bin tot. Ist es eigentlich unangenehm für dich, wenn Leute auf deinen Arsch schauen? Nee. Achtet auf die zwei im Auto. Ich sehe es da nicht. Da hast du recht. Na, meine Herren. Wie einfach ja sagt. Schwerstarbeit in der Sonne. Ja. Kannst du mal ganz kurz kommen? Ich habe eine Frage. Pass mal auf, ich habe den Hund von meinem Nachbarn gestern abgeknallt. Das war so eine miese Töle, der ging mir so auf den Sack. Kann ich den bei euch in die Grube schmeißen? Ja, ja. Da komme ich gleich mal. Ja, okay. Danke, ne? Ja. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Comedy Street waren wilde Zeiten, muss ich sagen. Comedy Street waren damals wilde Zeiten. Waren schon viele lustige Momente dabei. Simon Gosiohang, generell ganz lustiger Typ. Nicht so ein wie viele andere im Fernsehen. Haram-Weisheiten mit. Bist du Haram? Was bin ich? Haararm. Nö, ich habe Haare auf dem Kopf. Sieht man doch. Jetzt müsste ich mir, wenn sie sagt, dass sie auf Bad Boys steht, eigentlich noch ein Parkticket holen, aber man muss ja irgendwie sein Bad Boy Image aufrechterhalten. Insofern hole ich mir kein Parkticket, ist klar. Es ist angerichtet. Ich habe hier ein unglaubliches Essen, also wirklich à la Master. Irgendwann später. Elena, diese blöde Kuh. Rache ist süß. Wir speisen Bilder von Elena Monte. Ui, mashallah, hau rüber den Aal. Ja, scheiß drauf. Elena Camperi News. Oh nein, Monte, oh nein. Das war für Dings, sag schnell, für ein Schulprojekt, Bruder. Was soll ich jetzt gucken? Jetzt bin ich auch, Das Schulprojekt. Ja, das Schulprojekt. Man kennt den Hart. Hallo. Freude. Bitte? Freude. Und Mütze. Hand geben. Hallo. Hi, wie geht's? Danke, gut. Gut, ja, schön, dich zu sehen. Jeder Zocker hat denselben Gedanken. Gerade meine letzte BK-Klausur meines Lebens geschrieben. Wenn ich der einzige im Freundeskreis bin, der studiert. Was ist BK? Burger King? Die letzte Burger King-Klausur. Congrats. Normal Leute, die schmeckt mir gut. Monte? Die schmeckt gut mir. Ja? Die schmeckt gut mir. Ja. Ich krieg mit dem eine 5. Das ist solid, Alter. Niemand? Ich, wenn ich in Mathe eine 5 schreibe. Eine 5? Übel solid. Mega gut. Eine 5 ist klasse, Max. Ich bin stolz auf dich. Eine 5 ist geil. Oh Mann. Ich werde nie im Leben wieder ein Bier trinken. Bier! Ich nehme 10. Essen, trinken, Uludag. Was ist das? Das ist diese, also ich will nichts falsch sagen, ist das nicht diese Ziegenmilch beim Dönermann? Uludag. Ziegenmilch. Das ist Eiram. Oh Mann, ey Jungs, ich liebe euch. So. Niemand? Mont in seiner Insta-Story? Moin, meine Schlingel. Hoffe, euch allen geht's gut. Gerade schönes Frühstück gehabt. Mein Engel Agatha hat wieder mal gezaubert. Ihr kennt's. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Gestern ist hier gewesen, alles frei. Heute komme ich zurück. Ja, zum Kotzen, Digga. Darf ich gleich alles wieder freiräumen? Bisschen sauber machen. Da hinten auch wieder Müll drin. Ja, Bruder. So eine Scheiße. Ist einfach so. Freaky Nose Job Adjustment. Oh Gott, oh Gott.
Yo, Bro, Alter, ehrlich, danke dir auf jeden Fall dafür, ey, boah. Du kleiner Hu. Ach, Junge, wenn du. Wie alt warst du mit 14? Morgen Sonntag, morgens hat eins geguckt hast, haben wir deine Eltern halt geguckt. Guck den Fernsehen, Alter. Wie alt warst du mit 14? 36? Bruder, ich bin der Letzte, der sich beschwert wegen Maske. Wirklich, Bruder, ich hab nie ein Problem wegen Maske. Mich nervt das einfach. Ey, ich hab keinen Bock mehr, die Maske zu tragen. Hä? Kieskauer mit dem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk, kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Meine Freundin liebt mich nicht mehr. Weisheiten mit Ellie Geller. Ja, so wie am Anfang. Bitte hilf mir, wie ich das ändern kann. Digga, einfach mal richtig schön wegbrettern, die Alte. Heißt der Ellie Geller, der Junge? Ellie Geller heißt er? Alter. Jeder hat doch eine normale Sparadose, wie sowas hier, ne? Aber dann komme ich. Ich hab einfach so. Das ist meine Sparadose. Also, du meinst, ich hab keine Grafikkarten. Okay, dann frage ich mich nur, was ist das? Bruder, Grafikkarte des Todes. Was ist das? Das ist keine Grafikkarte. Willst du das nicht sagen? Das ist ein Ventilator? Digga, siehst du, durch die Grafikkarte habe ich Brötchen in 4K, Moro. Wenn dieser eine Freund mal wieder erst zur dritten Stunde aufkreuzt. Alter, da bist du wieder. Was geht? Chillig, Alter. Vor einer Stunde 30 Minuten übertreffen. Sehr stark. Kuss. Geht raus. Deutsche Memes, die über ihre eigenen Witze lachen. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Du läufst mit 6,5 Promille herum. Du hast aber jetzt nicht 6,5 Promille. Nee, ich vermute, jetzt habe ich 3 oder so. Das heißt, du bist eigentlich jetzt auch hackedicht. Ja, natürlich, ja. Aber es ist natürlich völlig falsch. Wenn ich der Einzige bin, der über meinen Witz lacht. Falsch. Wenn jetzt Spieler sich zu Transfer- bzw. Vertragsgeschichten äußern würden, dann würde es ja zugehen hier, wie es ja zugeht. Ich finde den Witz aber stark. All you need is chocolate. Würden Sie das auch zum Beispiel einem Kind aus Syrien sagen? Boah, oh mein Gott, oh mein Gott. Schokoladenindustrie hops genommen. Ja, klar. Was? Also, KuchenTV, danke, sehr sympathisch. Ja, da ist er wieder, meine Freunde. Aber was genau? Trag 394 im Lockdown. Was machst du da eigentlich, Dieter? Ich esse ja nun schon sehr lange Gesichtswurst, aber ich habe zuletzt festgestellt, das Dunkle, also das schmeckt am besten und das hebe ich mir eigentlich immer so zum Schluss auf. Ich esse erst das andere und am Schluss das Dunkle. Das ist gut. Und ich wollte dich fragen, ob wir zusammen sein können. Oh. Nein, auf jeden Fall nicht. Hab doch ein bisschen gefühlvoller, ein bisschen mehr Empathie. Was ist denn los? Aber ich hab ein iPhone. Dein Ernst, das ist... Aber ich hab ein iPhone. Schwarze Junge, das... Willst du mit mir zusammen sein? Nein. Aber ich habe ein iPhone. Wer hat nicht schon mal drüber nachgedacht? Wirklich niemand, Revi. Oder? Oder? Nee? Nein? Keiner? Alles klar, reden wir nicht drüber. Also ich kann nur sagen, ich zu den Bots in meinen Instagram-DMs. Wenn einer spitz ist, dann muss man sich um ihn kümmern, aber ich kann mich jetzt auch nicht um alle kümmern. Ja, okay, dann... Niemand, der einen Typ im Voice-Chat. Wenn es zu leise ist, dann machen wir es jetzt so. Hallo, ich bin... Nein, lieber das. Sag mal, seit wann trägst du eigentlich diese Klamotten? Du läufst... Legende, der Typ. Ist doch sonst nicht so rum. Okay, pass auf. Erstmal, wenn ich irgendwie rede oder zur Seite gucke, dann haben Bitches die Schnauze zu halten. Aber ich gehe trotzdem auf deine Frage ein, weil netter Kerl, weißt du ja. Ich brauche ab und zu mal einen neuen Style, verstehst du? Mal so die Hose, bisschen T-Shirt, lang. Ah, ist schon fresh.
Was zum Teufel? Sascha, der Schlingel. Druck! Ich hoffe es nicht. Echt nicht? Na? Ist er schon drin? Na. Das ist ein Five-Fed-Move, das ist gepult. Powerplatte von Wish. Hier bist du Five-Fed-Move. Actually, shut the fuck up, shit, shut the fuck up. Pipo glad für den weiteren Wein. Alter, holy fuck, holy fuck. Get the popcorn, Chad, get the popcorn. Holy shit. Der Dude ist keine Sus, oder? Der ist ein bisschen sus, aber er ist auch ein Five-Fed dafür, dass er es hergebracht hat. Actually true. Die Leute sind besessen. Ich auf der Familienfeier, wenn über den Spargel geredet wird. Von dem Albino-Pimmelgemüse. Alle 3 Meter kommt einem irgendeine Nachbarin entgegen. Mein Mann und ich hatten schon 3-mal Spargel. Halt die Schnauze! Interessiert keine Sau! Also ich glaube auch diese Videos, die der junge Mann hier macht, die interessieren halt auch keine Sau, ne? Also ich weiß es nicht. Gernot Hassknecht. Hab noch nichts Lustiges von dir gesehen, aber no front, bro! No front! Nur wenn man lauter schreit, heißt nicht plötzlich, dass der Witz dann lustiger wird. Tutorial, wie man auf TikTok viral geht. Das ist euer Nummer 1 Anmachspruch heute Abend, der Reihe nach. Schlussmal Bier. Was machst du heute nur so aus so einem schlechten Eindruck? Aber bitte kritisieren Sie mich auf dem Tinder-Date. Nicht so an mir rum, das erlaube ich nicht. Walter. Ich habe viele gute Seiten an mir. Entschuldigung. Wir sind hier nicht in der Schule, wo ich Anstandsunterricht lerne. Sie wird. Und ich habe dir gesagt, keine Jeans und sie hat Jeans und hinten schaut der halbe Popo raus. Darüber sagen Sie nicht. Ihr sogenanntes. Seine Freundin? Ja. Die würdest du matchen? Die würde ich richtig matchen auf Tinder. Okay. Du auch? Ist sie nicht erst 12 oder so? Ist das nicht? Hä? So, was? Super jung? Nein, die ist 14 oder so. Das ist auch noch nicht okay. Ja, okay. Ja, gut. Wenn ich auszusehen, I-V-I-I-I-V-I-I, Herr Wegschar statt 187 Straßenbande schreibe. Ach so. Ja, wo ist das 187? Das ist doch Dings. Move like Jagger. Wo ist denn hier 187? Das ist doch irgendein Popsong, oder nicht? Hätten die wenigstens einen richtigen 187-Song auf Mittelalter getrimmt, wäre es wirklich stark. Aber was ist das denn? Ich habe mal ein paar Infos reinhauen, wie ich so bin als Knossi, einfach Frauenversteher. Mann, pass auf, wir rufen mal die Frau an. Die soll mich mal bewerben bei den Fans. Warte mal. Was liebst du am meisten an mir? Was ist das Tolle, mit mir zusammen zu sein? Oh, alles, Schatz. Was sind denn die besonders guten Dinge bei mir? Ach, einfach wie du bist, deine Art, dein Charakter, alles. Was noch? Deine schönen Augen. Du bist so schön, das weiß ich, sag ich dir jeden Tag. Was bin ich für ein Liebhaber? Ein guter, mit dir kann man arbeiten. Danke dir. Ich muss weitermachen. Ja, danke dir, ciao, babe. Okay, ciao. Ich bin einfach gut im Bett. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann da nichts dafür. Aber ich bin einfach eine Bombe im Bett. Oh Gott, Knossi, Alter. Was ist denn mit dir? Er spricht einfach besser Deutsch als mancher Deutscher. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich bin sehr froh, dass ich alle Anwesenden begrüßen darf. Oha, ich wusste gar nicht, dass Putin so gut Deutsch spricht. Kann natürlich auch sein, dass er nur einen Satz irgendwie einstudiert hat für diese Begrüßung. Ich würde besser auf Muttersprache reden, wenn sie nichts dagegen haben. Macht immer was her, wenn man so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwo einen Vortrag in China hätte und ich würde so den ersten Satz auf Chinesisch Leute begrüßen, yo, das ist direkt, macht es einen guten Eindruck, ne? Ist immer so, ne? Also ein bisschen die Kultur, ein bisschen die Sprache verstehen von einem anderen Land, macht immer einen guten Eindruck. Ja, nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Das ist mit Abstand das Schönste an Berlin. Das ist wie ein befreiendes Gefühl. Ja. Ich glaube nicht, dass er sich trauen würde, das jetzt aktuell in der Situation zu sagen, wo er mit Laschet dieses Kanzlerkrieg da führt. Wenn er Kanzler wird, also sollte er Kanzler werden, also es gibt ja viele Sachen, die dagegen sprechen, aber sollte er es schaffen und er sagt, das einzige Schöne an Berlin ist der Rückweg nach Bayern und dann muss er als Kanzler die ganze Zeit in Berlin hocken. Wie scheiße ist das denn? Ist das nicht ein Eigentor? Lichtenergie für dein Counter-Strike-Go-Team. Lichtenergie für dein Counter-Strike-Go-Team. Alles Gute. Om Shaim Shrim Adi Shakti Namah. 1. Bisschen am Flexen. Oh, Mashallah. Die hatte ich als Kind. Ich hatte die feuerrote Version. Hallo? Hier bin ich. Moin. Hallo.
Moin. Tachin, hallo. In Deutschland sind 4 Millionen arbeitslos. Ja. Aber wie viele von denen haben keinen Job? In Deutschland sind 4 Millionen Arbeitslose. Aber wie viele von denen haben keinen Job? Ja, das ist eine gute Frage. So 100 Millionen. Okay, wie kann man die dümmste Antwort geben, die man hätte geben können? Geschafft. 200 Millionen. Ja, und wenn's regnet. Voice Cracks, dein Urteiler. Dann sind es 10, 20 Minuten, dann ist es wieder vorbei. Ich lieb's. Schön. Ja. Also, was mich grundlegend. Ja. Jemand, hör mal auf zu lachen, das ist eine ernste Situation. It wasn't medicine. Nigerianisches Wer wird Millionär einfach spannender als WM-Finale. Professor Mathal Wangari won the Nobel Prize for which of these? Literatur, Economic, Peace und Medicine. Ich hätte auch wahrscheinlich eher Peace gesagt. It wasn't literature. Es war nicht Literatur. It's between Peace and Economics. Es ist irgendwas zwischen Economics und Frieden. Aroma, you have to look at me when I'm talking. Listen. I'm sorry, but... Oh nein! I'm sorry! Economics was actually the right answer. No! You- Economics was actually the right answer. No! It's a prank! Geil. Er macht einfach diese. Warum seht ihr mich jetzt hier? Weil Carsten momentan zu Besuch bei mir ist. Und ja, er hat euch ja versprochen, sich zu zeigen. Und ich würde einfach mal sagen, Beifuß, Digga. An der Seite. Komm hier links. Herr Ammann. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier und so. Und jetzt lassen wir einen Penis in die Hand. Weil dann ist alles in Ordnung. So sieht's aus, Freunde. Das Video kenne ich sogar, als es noch rauskommt. Das habe ich mir angeguckt. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Wild. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.